Die Königsblau-Trauer ging in Jubel über, erst gedachte Schalke 04 seiner verstorbenen Manager-Legende Rudi Assauer, dann stürmte der in der Bundesliga abgestürzte Vizemeister ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Beim 4:1, 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf feierten die Fans vor allem ihren langjährigen Manager. Rudi Assauer, Gesänge schallten durch die Arena, als die Gelsenkirchener mit einer überzeugenden Leistung ihre Chance auf den Europacup-Einzug über den Pokal wahrten. Ohne Rudi wären wir alle heute nicht hier, sagte Aufsichtsratschef Clemens Tönnes vor der Schweigeminute vor dem Anpfiff. Er war der Architekt des modernen Schalker. Wir möchten ihm heute ein gutes Fußballspiel geben. Rudi, wir sind unendlich traurig und werden dich nie vergessen. Assauer, seit Jahren an Alzheimer erkrankt, war am Nachmittag im Alter von 74 Jahren verstorben. Rudi Assauer, Leben und Wirken einer Manager-Legende. Rudi Assauer ist tot. Am 6. Februar verstarb eines der prägendsten Gesichter der Bundesliga-Geschichte im Alter von 74 Jahren. Spox blickt zurück auf Leben und Wirken der Manager-Legende. So kennen wir ihn alle, Rudi Assauer im dunklen Anzug mit der für ihn typischen Zigarre im Mund. Als Manager von Werder Bremen und vor allem Schalke 04 erreichte Assauer Kultstatus. Er pflegte sein Image als knallharter Geschäftsmann und Fußballmacho. Seine Anfänge in der Bundesliga machte er jedoch beim späteren Erzrivalen Borussia Dortmund. Von 1964 bis 1970 lief er 119 Mal für den BVB auf. Am 5. Mai 1966 gewann er in Glasgow den Europapokal der Pokalsieger. Es war der erste internationale Titel einer deutschen Mannschaft. Im Bild Wolfgang Paul. 1970 zog es Assauer weiter nach Bremen. Für die Hanseaten machte er in 6 Jahren 188 Bundesligaspiele. Anschließend startete er beim SVW im Jahr 1976 seine Laufbahn als Manager. Für seine große Liebe, den FC Schalke 04, arbeitete er zum ersten Mal von 1981 bis 1986. Seine größten Erfolge als Manager feierte er aber während seiner zweiten Amtszeit in Gelsenkirchen, die 1993 begann. Assauer verhalf den Königsblauen nicht nur zu sportlichem, sondern auch zu finanziellen Erfolg. Unvergessener Höhepunkt bleibt der Gewinn des UEFA-Cups im Jahr 1997. Auch den DFB-Pokalsieg konnte er zweimal bejubeln, 2001 und 2002. Eine seiner dunkelsten Stunden als Manager erlebte er im Mai 2001, als sich der FC Schalke für 4 Minuten deutscher Meister wähnte. Ehe Bayerns Patrick Andersson in Hamburg in der Nachspielzeit ein denkwürdiger Treffer zum 1:1 gelang und er den Münchnern so die Schale sicherte. Assauers Fazit: Ich habe den Glauben an den Fußballgott verloren. Im Mai 2006 trat Assauer als Manager zurück und kam so einer bevorstehenden Entlassung durch den Aufsichtsrat zuvor. Damit endete seine Karriere als Fußballfunktionär. Privat war Assauer von 2000 bis 2009 mit Simone Thomalla zusammen. Mit seiner ersten Ehefrau Ingrid hat er 2 Kinder, 2011 heiratete er ein zweites Mal. Diese Ehe hielt nur 2 Jahre. Auch abseits des Platzes scheute er die Öffentlichkeit nicht. Unter anderem war er Werbegesicht für eine Brauerei aus Grevenstein. Assauers Markenzeichen. Seine teils deftigen Sprüche über Udo Lattek sagte er einst, der soll sein Weißbier trinken und die Klappe halten. Ende 2012 wurde bekannt, dass Assauer an Alzheimer erkrankt war. In der Folge zog er sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Am 6. Februar 2019 verstarb der Kultmanager im Alter von 74 Jahren.
Du wirst uns fehlen, Rudi. Das Versprechen des Clubbosses nahmen sich die Schalker zu Herzen und lösten es mit einem der besten Auftritte der bislang so enttäuschenden Saison ein. Jungprofi Ahmet Kutschudju, 30. Innenverteidiger Salif San, 48. 87. und Stürmer Markut, 52. schossen den fünfmaligen Pokalsieger zum hochverdienten Sieg. Die harmlosen Düsseldorfer, für die Ruven Hennens 71. nur noch verkürzen konnte, kamen zum 16. Mal in Folge nicht über das Achtelfinale hinaus. Fortuna hadert, ich glaube, dass für uns mehr drin war. Ich habe Schalke nicht so stark gesehen. Das 2:0 hat uns aber den Stecker gezogen, sagte Düsseldorfs André Hoffmann nach der Partie. Schalke-Torschütze Kutschucu sah das naturgemäß anders, wir waren aggressiver, waren torgeil und haben unsere Chancen genutzt. Das gibt weiteres Selbstvertrauen, Schalke begann mit viel Engagement und Schwung. Doch zunächst sprang nur ein unplatzierter Schuss von Kutschucu, 18. heraus. 12 Minuten später machte es der türkische U19-Nationalspieler, der erst am vergangenen Freitag seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte, besser und zirkelte den Ball in den Winkel. Gleich nach Wiederbeginn staubte San zum 2:0 ab. Wenig später hatte der Abwehrspieler Pech, als er ebenso wie Kutschucu den Pfosten traf, 51. Mit UT 3:0 war das Spiel entschieden. Die Fortuna brachte in der Offensive fast gar nichts zustande. Rabi Matondo gibt Startelfdebüt im Schalker Tor, gab Kapitän Ralf Fährmann sein Comeback. Der 30-Jährige, der nach der Winterpause auf die Ersatzbank verbannt worden war, muss U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel nach dessen roter Karte auch in den nächsten beiden Bundesligaspielen vertreten. Sein Debüt in der Startelf gab der 18-jährige Rabi Matondo, den die Gelsenkirchener vor einer Woche für 10 Millionen Euro vom englischen Meister Manchester City verpflichtet hatten. Der Walliser, der schon am Samstag beim 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach eine Viertelstunde Bundesliga-Luft geschnuppert hatte, sollte auf dem linken Flügel für Tempo sorgen. Auch die Wolfsburger Leihgabe Jeffrey Boomer kam zum ersten Einsatz für Königsblau. Fortuna-Coach Friedhelm Funkel hatte Torwart Toldi Jaroslav Dropny für das Pokalspiel aus dem Hut gezaubert. Der 39-Jährige, der zuletzt vor 2 Jahren für Werder Bremen zwischen den Pfosten gestanden hatte, erhielt den Vorzug vor Stammkeeper Michael Rensing. Ausschlaggebend, Dropny hat in seiner Bundesliga-Karriere 9 von 28 Elfmetern pariert, Rensing keinen einzigen. Doch Elfmeterkünste waren nicht gefragt.